Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Franka und ich zähle dieses Jahr alle Dinge, die wir im Haushalt haben. Heute geht es weiter mit dem Kinderspielzeug. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ihr seht, das Setting ist ein bisschen ungewohnt. Wir sitzen hier oben auf dem Dachboden, denn hier oben fangen wir an zu zählen. Wir haben hier alle unsere Duplo-Kartons stehen und noch Spielzeug, das er später bekommt. Und da hinter der Kamera stehen auch noch ein paar Bücher von ihm, die Jahreszeitenbücher, die ich ja dann immer zu jeder Jahreszeit auswechsle. Und grundsätzlich möchte ich zu dem Video nochmal Folgendes sagen. Wir zählen jetzt gleich das komplette Spielzeug, das sich in unserem Besitz befindet, was aber nicht heißt, dass es auch unser Eigentum ist. Wir haben hier nämlich ganz, ganz viele geliehene Sachen, die zähle ich jetzt aber alle trotzdem einfach mal mit. Ich markiere sie mir in meiner Liste dann aber als geliehen und am Ende zeige ich euch dann die Gesamtaufstellung von den Sachen, die er wirklich, also die wirklich sein Eigentum sind und von den Sachen, mit denen er aktuell spielen darf, die er quasi gerade also nur besitzt und die quasi geliehen sind. Ich nenne das in meiner Liste dann geliehen. Ja, dann gibt es natürlich am Ende noch eine Gesamtsumme und wir fangen jetzt hier erstmal an, die ganzen Duplo-Kartons einmal auseinander zu friemeln und zu gucken, wie viel Duplo-Sets er hat. So, wir fangen hier jetzt mal mit den Duplo-Verpackungen an. Hier hinten rechts in der Ecke sind noch ein paar andere Verpackungen, die zähle ich nicht mit. Aber die Duplo-Sets zähle ich jetzt am einfachsten von hier oben, weil ich dann unten nicht alles auseinandersuchen muss. Hier haben wir also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Duplo-Sets. Hier geht es dann weiter. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Was eine schöne gerade Anzahl. 20 Duplo-Sets hat der junge Herr. Und weil wir ja hier ganz ehrlich sein wollen, wir haben letztes Jahr schon für dieses Jahr, für den Adventkalender, hier noch ein Duplo-Set gekauft. Das ist also Set 21. Von diesen Duplo-Sets gehört ihm nicht alles, also eigentlich das meiste nicht. Dieser komplette Karton ist von meinem Mann von früher. Da seht ihr zum Beispiel auch ganz, ganz viele Schienenzubehör für den Zug da hinten. Der Zoo und die Feuerwehr. Ja, die Sachen da, die hat er bekommen. Also kann man eigentlich sagen, dass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Sachen davon geliehen sind und nicht ihm gehören. Die müssen wir nämlich dann wieder den Schwiegereltern zurückgeben. Und das werden wir dann auch tun, wenn unser Sohn alt genug ist. Wir haben hier also 21 Duplo-Sets. Hier in diesem Korb befindet sich ganz viel Chip-Toy. Das haben wir ja auch alles nicht selber gekauft. Wir haben hier einmal diesen Globus. Dann haben wir zwei Tip-Toy-Stifte. Und da fällt mir ein, das hätte ich, glaube ich, bei den elektronischen Sachen mitzählen müssen. Aber da er das noch nicht bespielt im Moment, habe ich da nicht dran gedacht. Ich glaube, ich lasse es dann jetzt hier einfach beim Kinderspielzeug. Dann haben wir hier noch einen Ständer. Hier ein Tip-Toy-Buch. Und hier diesen Globus. Das heißt, das sind 1, 2, 4 Sachen plus die Stifte. Also 2 Sachen plus 2 Stifte sind 4 Tip-Toy-Sachen. Und dann haben wir eben hier letztens, das habe ich euch, glaube ich, auch noch gar nicht gezeigt, auch schon für später, meine Farben und Formen gekauft. Das wird er vermutlich von uns zum Geburtstag bekommen oder ein bisschen später, je nachdem, wann er bereit für Tip-Toy ist. Das heißt, wir haben hier jetzt 5 Tip-Toy-Sachen. Hier haben wir dann noch 6 Holzspielzeuge, die er auch später mal bekommt. Hier oben ist ein Alphabet-Puzzle, da oben ein Zahlen-Puzzle, da hinten ein Baukasten, da etwas zum Schleifebinden lernen. Da nochmal so Zahlenbausteine und hier unten so ein, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, so ein Spiel, wo man so Formen mit Gummis nachlegen muss. Also hier nochmal 6 Holzspielzeuge für später. Die kriegt er dann irgendwann von uns geschenkt, sei es zum Geburtstag, wenn er mal krank ist, oder zu Weihnachten, vielleicht auch zu Ostern, je nachdem, wann er bereit dafür ist. Hier sind dann auch noch 5 Pixie-Bücher. Das sind diese Baby-Pixie-Bücher, die wasserfest, reißfest und schadstoffgeprüft sind und somit eigentlich unkaputtbar sind. Die habe ich auch schon so für später gekauft, entweder für den Adventkalender oder ja, wenn er einfach mal ein bisschen mehr Unterhaltung im Auto braucht. Mal ein bisschen neue Bücher, kommt ja dann immer ganz gut auf längeren Autofahrten
Und da wir ja öfter mal 2-3 Stunden fahren, also so alle 2 Monate ja ungefähr, ist das ganz gut, wenn man da ein bisschen Abwechslung hat. Also müssen wir hier diese 5 Pixie-Bücher noch mit dazu zählen. Hier seht ihr unsere 27 Schleichtiere. Viele davon sind aus dieser Edeka-Aktion. Ein paar habe ich diesen Monat auf dem Flohmarkt gekauft. Hier unter anderem den Igel da vorne und so ein paar Ziegen. Der Hund und die Kuh sind von McDonald's. Die gab es da mal, boah, das ist schon ewig her. Das war schon, ich glaube, 2021, 2020. Mal zum Happy Meal. Das sind unsere Tiere. Da seht ihr auch, den Hund hatte er schon ein paar Mal im Mund. Der hat schon einen ganz gelben Kopf. Und ansonsten kriegt er die auch immer wieder mal auf Autofahrten oder so zwischendurch. Aber die lagere ich hier oben. Erstmal jetzt zum in die Liste eintragen. 27 Schleichtiere, die alle unserem Sohn gehören. Ich muss mich korrigieren. Es sind nicht 27, es sind 29. Ich habe da gerade unter den Förmchen noch welche gefunden. Die sind da wohl drunter gerutscht. Hier das Schaf habe ich auch. Uppala. Auf dem Flohmarkt gekauft Anfang des Monats. Zeige ich euch dann, glaube ich, in diesem Eingekauft und Aussortiert Video. Und hier ist noch einer aus der Edeka-Aktion, ein Affe. Heißt also, wir haben nicht 27, sondern 29 Schleichtiere. Hier haben wir jetzt die ersten 6 Sandförmchen. Die haben wir aktuell nicht im Sandkasten, weil wir einfach genug Sandförmchen unten im Sandkasten haben. Die gehören uns auch alle nicht. Die sind alle von meinen Schwiegereltern. Und die werden wir dann auch mal wieder zurückgeben, wenn er aus dem Alter raus ist, beziehungsweise teilweise sind die auch schon kaputt. Seht ihr das? Da gerissen. Da gerissen. Aber das geht ja noch so. Das sind also jetzt die ersten 6. Die nächsten zählen wir dann unten im Sandkasten. Hier haben wir jetzt noch 2 Kisten Kinderbücher. Das hier rechts, das sind die Jahreszeitenbücher. Sommer hat er im Moment unten. Das heißt, Frühling, Herbst und Winter stehen da drin. Und hier sind welche, die er später erst kriegt, wenn er älter wird. Und da können wir mal eben durchzählen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die großen habe ich jetzt. So, 10, 11, 12. In dieser Kiste also 12 Bücher. Und jetzt geht es hier an die Jahreszeitenbücher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Winterbücher. Oh, da ist eins mit umgeknickt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Herbstbücher. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Frühlingsbücher. Beim Videoschneiden ist mir eben aufgefallen, dass ich hier bei den Winterbüchern die Pixie-Bücher irgendwie überblättert habe. So, hier sind die genau. Hier sind nämlich noch 1, 2, 3, 4 Winter-Pixie-Bücher. Eine Sache hier oben habe ich noch vergessen. Ich habe ihm letztens, das kam vor ein paar Tagen an, dieses Aquadoodle bestellt. Einfach auch für unsere langen Autofahrten. Da kann man dann einfach mit einem Wasserstift drin rummalen und dann trocknet das und geht wieder weg. Das fand ich so ganz gut für die Autofahrten. Zeige ich euch dann noch im Eingekauft und Aussortiert Video für Juni. Wir stehen jetzt im Kinderzimmer und machen da direkt mal weiter. Wickeltisch ist einfach. Hier sind 2 Bücher, die er dann beim Wickeln immer liest. Aber ansonsten müssen wir uns hier jetzt gleich mal durchkämpfen. Zum Glück ist das nicht ganz so viel. Ich versuche das mal ein bisschen so aufzustellen, dass es schon nach Kategorien sortiert ist, grob. Und dann mal eben durchzuzählen. Wir fangen mal hier mit seinen Tonis an, die in seinem Kinderzimmer stehen. Das sind diese 6 Stück. Unten kommen gleich noch mehr, aber nach unten gehen wir, nachdem wir hier im Kinderzimmer fertig sind. Hier hat er ein Planschbecken. Das ist multifunktional, könnte man sagen. Wir haben da drin seine Bälle, die da in der Kiste liegen, für ein Bällebad hier drin. Im Moment liebt er es, sich ohne alles hier reinzusetzen und einfach nur ein Buch zu lesen. Deswegen liegt das Buch hier drin. Sind dann also 2 Teile mehr. Da hinten steht seine Werkbank, mit der er gerne hämmert und schraubt und ja, alles tut, was ein Heimwerker so tun muss. Hier drüben haben wir 3 Nachziehspielzeuge, wobei 2 davon auch nicht uns gehören. Die müssen wir zurückgeben, das Pferd und die Kuh. Da hinten haben wir 3 Bücher. Eins schon ganz schön mitgenommen. Ihr seht, unser Sohn ist ein großer Buchliebhaber. 3 Bücher also. Hier kommen wir jetzt zu einer Sache, die mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich
Dann habe ich hier unendlich viele Bälle. Die werde ich jetzt nicht einzeln zählen. Ich werde die Bälle, die hier drin sind, und die übrigen sind in der Tonne dort, einfach als ein Bällebad-Set zählen. Dann haben wir hier unten eine Hammerbank. Hier drei Musikeier. Und hier noch eine Blechdrehorgel. Das heißt, um das bis hierhin noch mal kurz zusammenzufassen, das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Spielzeuge in dieser Ecke. Dann geht es hier weiter, 16, 17, 18, 19. Das sind so Puzzlespiele. Hier oben kann man diese Chips reinwerfen, die hier drin sind. Und hier halt jeweils Kugeln, hier rollen die raus, hier sind sie drin. 19 habe ich, glaube ich, gesagt, 20, 21, 22, 23, nochmal 4 Bücher. Dann haben wir hier 6 so Balanciersteine, sind 29 Sachen. Hier ist ein Holzbogen, ein Holzregenbogen, sind 30. Dann haben wir hier noch einen Stapelturm, sind 31. Hier unten 32, 33, 34, 35, 36, 37, also 6 Autos nochmal. Hier ein Set Klangbausteine, 38, 39, 40, 41, 3 Bälle nochmal dazu. Das heißt, in dieser Ecke bis hierhin sind 41 Sachen. Dann machen wir hier kurz nochmal mit den Büchern weiter. Da haben wir dann 1, 2, 3, 4 Bücher. Hier geht es rum. 5, 6, 7, 8, 9 Bücher. 9 Bücher hatten wir hier eben im Regal stehen. Das ist das 10. Dann habe ich hier immer 5er-Stapel gemacht. Also 15, 20, 25, 30. Hier dann nochmal 5 Pixie-Bücher. 35, 36 und 37. Wenn euch mal interessiert, welche Bücher wir genau haben, ich habe ja jetzt hier keine Zeit in diesem Video darauf ganz genau einzugehen, dann lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen. Dann mache ich da mal ein Video zu den Büchern, die ich wirklich toll finde. Vielleicht auch so mit Altersstufen bis ein Jahr, ab ein Jahr. Für uns ist Lesen wirklich wichtig. Wir lesen sehr, sehr viel. Und umso wichtiger ist uns halt auch die Abwechslung, ihm da bieten zu können. Deswegen haben wir sehr, sehr viele Bücher. Bevor ich hier gleich die größten Sachen vergesse, wir haben hier noch einen Kletterbogen und eine Rutsche. Und dann haben wir noch verschiedene Puzzlematten. Da hinten seht ihr die grünen, das sind 4 Stück. Davon liegen noch mal 6 Stück hier rechts unter seiner Leseecke. Die sieht man nicht, aber die liegen da. Das heißt, das sind also 10. Und dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5. Nach unten sind 7 plus den einen. Sind also 36, 46 Puzzlematten. Und dann kommen wir mal hier rüber. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal 40 Puzzlematten dazu. Jetzt müsste ich noch wissen, was ich gerade gesagt habe. 10, 36, 46 plus 40 sind 86 Puzzlematten, die er zum Spielen hat. Hier liegt noch eine große Sportmatte. Ist ja auch irgendwie ein Spielzeug. Müssen wir also auch mit dazu zählen. Hier haben wir dann noch die Spielsachen, die in seinem Kleiderschrank stehen. Das mache ich ihm manchmal auf, wenn ich möchte, dass er ja ein bisschen länger hier in seinem Zimmer spielt und ich irgendwas machen möchte, wo er mich bei stört und es für ihn besser ist, wenn er nicht dabei ist. Und dann mache ich hier den Schrank auf und sonst tausche ich die Sachen aber auch mal durch. Hier stehen dann also die Sachen, die gerade nicht unten stehen oder die gerade nicht woanders in seinem Zimmer stehen. Wir zählen das mal eben durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Spielsachen. Ich zeige euch das nochmal kurz im Einzelnen. Das hier ist so ein Steckspiel. Das hier sind einfach ganz viele gesammelte Quetschideckel. Steckspiel. Bausteine. Das hier ist ein Stapel oder sind Stapelwürfel. Hier ist eine Rassel drin. Und nochmal so eine andere Rassel. Das hier ist so eine Pyramide, hier kann man stecken, hier kann man Musik machen. Auf dieser Seite kann man, ja, hat man eine Kugelbahn und hier unten hat man dann noch so Drehteile. Hier haben wir noch eine Hämmerchenbank mit Holzklötzchen. Die nimmt er auch sehr gerne raus und baut dann einen ganz hohen Turm damit.
Und hier haben wir noch einen alten Zollstock. Den zähle ich jetzt einfach mal hier mit, weil es sein Spielzeug ja irgendwie nun mal ist. Mit der Ausnahme der Kuscheltiere haben wir das Kinderzimmer fertig. Wir machen hier ganz kurz im Schlafzimmer weiter, dann gehen wir ins Badezimmer und dann kommen wir nochmal zurück ins Kinderzimmer zu den Kuscheltieren. Hier im Schlafzimmer haben wir 4 Bücher stehen, die wir jeden Abend und jeden Morgen lesen. So, wir sind bei den Badespielzeugen angekommen. Also wir haben hier einmal so einen Delfin. Den müssen wir zurückgeben, der gehört nicht uns. Dann haben wir hier ein ganzes Set von diesen, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen, aber die haben hier hinten so Schaumstoff, die kann man nass machen. Und wenn die nass sind, kleben die an der Badewanne oder auf den Fliesen, auf jeden Fall auf einem glatten Untergrund. Und dann haben wir hier noch einen Aufziehpelikan, der dann übers Wasser paddelt. Also insgesamt 3 Badespielzeuge. Machen wir hier weiter mit den Kuscheltieren und den Kuschelkissen. Also alles, was ihr jetzt hier seht, sind 29 Teile, 27 Kuscheltiere, 2 Kuschelkissen. Hier oben haben wir noch diese lange Bettschlange, ist also 30. Und den Drachen sind 31. Und dann hat er seine 3 liebsten Kuscheltiere natürlich heute dabei. Das heißt, wir haben insgesamt 34 Kuscheltiere. Manche davon sind auch echt uralt. Der ist zum Beispiel von meinem Mann von früher. Und manche hat er natürlich bekommen. Zur Geburt hat er den Bären dort bekommen, den Steifbären und auch den Hund. Das Wolkenkissen hat seine Oma genäht. Die Ente hier hat seine Oma auch genäht. Damit hat er ganz viel Spaß immer am Wickeltisch gehabt, als er noch klein war. Das sind also seine 34 Kuscheltiere. Wir sind jetzt hier unten im Wohnzimmer angekommen. Hier fangen wir an mit seinen 5 Tonis, die er hier unten hat. Dann hat er hier ein Schiebetier. Hier hat er ein Schaukeltier. Hier hat er sein Kegelspiel. Das Töpfchen ist jetzt irgendwie kein Spielzeug, finde ich. Dann haben wir hier einen Klangturm. Hier links hat er noch einen Haufen Bücher, zählen wir mal eben durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerade noch ganz vergessen, er hat hier noch sein Schiebeauto und dann hat er ja auch noch dieses Rutschauto, dieses Feuerwehrauto. Das ist gerade mit bei Oma und Opa, das wollte er heute Morgen unbedingt mitnehmen. Deswegen hat er das dabei. Steht eigentlich hier, müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass hier so ein kleines Feuerwehrauto steht. Nochmal kurz in der Übersicht, also 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und dann die Bücher. Und jetzt schwenken wir mal rüber ins Esszimmer zu seinen anderen Spielzeugen. Hier eine Murmelbahn, die mit Autos funktioniert. Hier ist das ganze Duplo drin, das haben wir oben schon gezählt. Hier oben ist noch ein Ball, ein Buch, sein Arztkoffer. Hier sind 4 Pixie-Bücher drin. Das hier müssen wir nicht mitzählen, das haben wir bei den Elektrospielgeräten gezählt. Eine Puppe, dann seine 2 neuen Tonnen, die wir ja vom Tag der offenen Tür haben. Hier haben wir so ein Drehspiel, also diese Bausteine, die kann man so aneinander drehen und schrauben. Hier ist dann nochmal so ein Steckpuzzlespiel, das gehört zusammen. Das sind so verschiedene Zylinder, die verschieden lang sind, verschieden dick sind, die er dann halt richtig in die Holzklötzchen zuordnen muss. Und hier haben wir noch ein Wurfspiel. Zählen wir also nochmal eben alle zusammen nach. Fangen wir bei den Pixie-Büchern an. Das waren 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Spielsachen hier unten im Esszimmer. Hier in diesem Schrank haben wir noch ein paar Spiele. Da einmal Hanni Honigbiene, mein erster Obstgarten, Fische angeln. Hier nochmal 2 Puzzle. Und hier haben wir dann 6 Stempel und ein Messer. Die Knete zähle ich nicht mit. Das ist irgendwie so ein Verbrauchsgut, finde ich. Die trocknet ein und man kauft dann mal neue. Oder man schmeißt immer mal wieder einen Teil weg, weil einfach eingetrocknet oder mit Farben vermischt. So, das heißt 6 Stempel. 9, 11 und dann haben wir hier noch eine Bastelschere. Also 12 Sachen. Wir zählen noch mal gerade nach. Ich glaube, ich habe das Messer vergessen. Eine Schere, 6 Stempel, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Sachen hier noch im Schrank. So. Das Wetter draußen ist ein bisschen suboptimal, um jetzt das Sandspielzeug zu zählen, aber wir machen es jetzt mal trotzdem.
Ach, den Sandkasten an sich müssen wir, glaube ich, ja auch noch zählen. Also ein Sandkasten. Und dann gucken wir mal, was wir hier drinnen finden. Machen wir mal schnell. So, dann haben wir hier ein Kipplaster, ein Eimer, ein Sieb, ein Schiff. Und dann zählen wir mal eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Sandspielzeuge und dann noch diese zwei Lego-Fahrzeuge. Ich mache mal schnell wieder zu, damit wir hier nicht so viel Wasser reinlassen. Irgendwo befindet sich auch noch die Gießkanne zu dem passenden Eimer. Hier hinten machen wir auch mal ganz flott. Hier hat er seinen Besen, die Schippe, den Rechen und den Besen, also 4 Gartenwerkzeuge, eine Schubkarre und noch eine große Sandschaufel. Und hier drüben steht noch ein Bagger, den wir auch zurückgeben, weil er auch nicht uns gehört. Ich glaube, im Winter drehe ich alle meine Videos hier drin, weil das Licht hier tatsächlich am schönsten ist. Nein, ohne Spaß, hier drin ist nur sein Laufrad. Hier haben wir dann noch seinen Roller, den man ja dann später umbauen kann, sodass er den auch als Roller benutzen kann. Und dann zeige ich euch nochmal eben, was wir beim Fahrradanhänger und dem Kinderwagen immer dabei haben. Also im Fahrradanhänger sind immer 2 Bücher, die er dann liest. Ist ein bisschen versteckt hier unten. Ist auch immer ein Pixi-Buch, das er dann kriegt zum Lesen beim Fahren. So, jetzt zeige ich euch noch, was wir hier auch immer im Auto haben. Und zwar sind das auch 2 Pixi-Bücher. Die kann man aufhängen, ist ganz praktisch. Dann kann ich ihm die auch von vorne ausgeben. Und dann haben wir hier immer noch eine Tasche mit Spielzeug. Und da haben wir eine Zaubertafel drauf oder drin vielmehr. Das möchte ich gerade gucken. Dann haben wir hier noch dieses Spielzeug, mit dem man ganz viele Sachen machen kann. Schieben, ziehen, drücken. Dann haben wir hier noch so ein Pop-It-Spielzeug. Und nochmal 2 so kleine Wimmelbücher. Zählen wir das mal alles nochmal nach. 1, 2, 3, 4 Bücher, 5, 6, 7 Spielzeuge, die er im Auto hat. Hier am Kühlschrank haben wir noch ein Magnetbausteineset mit Fenstern, Balkonen, ganz niedlich. Hier oben haben wir noch den Steckzug vergessen, den hat er auch zur Geburt bekommen. Seit ich die Sachen von unserem Sohn gezählt habe, sind ein paar Tage vergangen und ich habe nochmal mit meinem Mann gesprochen und wir haben jetzt so ein paar Sachen aussortiert beim Kleinen, was aber nicht heißt, dass wir die weggeben. Also ich zeige euch jetzt nur kurz, was er ab jetzt nicht mehr zur Verfügung hat zum Spielen, was wir für ein zweites Kind aufheben, also für ein potenzielles zweites Kind. Wir haben hier einmal einen ganzen Haufen Stofftiere aussortiert, die er zur Geburt bekommen hat. Die dürfen dann alle, ja, fürs nächste Kind oder auf das nächste Kind warten, wenn noch ein nächstes Kind kommt. Und sonst wandern die in seine Erinnerungskiste, also zumindest die, die für uns eine Bedeutung haben. Hier dieses Plastiksortierspiel, das heben wir auch erstmal auf, falls wir mal noch irgendwann ein zweites Kind kriegen sollten. Genauso wie hier diese 4 Spielzeuge, die auch. Die Bausteine, die tun wir auch erstmal weg. Im Moment baut er damit nicht. Ich weiß nicht, ob das Alter später noch kommt, wo er mit Bausteinen baut. Mein Mann meint ja, ich weiß es nicht. Deswegen kommen die auch erstmal weg, dass er sie jetzt nicht mehr zur Verfügung hat. Und wenn er sie irgendwann mal braucht, dann haben wir sie auf dem Dachboden. Und wenn er sie dann nie braucht, dann kommen sie halt irgendwann weg. Die kommen ja jetzt auch nicht aus der Mode, so einfache bunte Bausteine. Ja, das heißt, zahlenmäßig verändert sich jetzt hier nichts. Aber er hat, ich kann es ja mal eben durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Spielzeuge weniger zur Verfügung im Moment. Aber wie gesagt, die Menge wird in unserem Haushalt bleiben. Mengentechnisch verändert sich nichts. Ich wollte euch das nur mal als kleines Update geben. So, wir haben alle Sachen gezählt. Ich habe hier unten meinen Laptop stehen, auf dem ich jetzt alle meine Zahlen sehe. Und ihr habt es ja auch schon bei den Einblendungen gesehen, dass es ziemlich viel ist. Also die Zahl ist ziemlich hoch. Für alle, die jetzt nicht mitgerechnet haben, es sind 426 Spielzeuge, die unser Sohn hat. Um das vielleicht so ein bisschen zu relativieren, davon sind 86 Teile diese Baumatten, diese, also diese, ne, mit denen man so Sachen bauen kann, diese Puzzlematten.
die ja im Moment eher in seinem Zimmer wie ein Teppich liegen und weniger als Spielzeug. Und 117 von diesen 426 Sachen sind Bücher. Das ist auch eine enorme Menge. Aber uns sind Bücher einfach super, super wichtig. Und mir ist es auch wichtig, dass ich da immer wieder durchwechseln kann, dass wir immer wieder verschiedene Bücher haben, dass er Bücher zu verschiedenen Themen hat, die ihn gerade interessieren, dass er Bücher hat, die er sich alleine angucken kann, wie zum Beispiel die Soundbücher. Und dass er halt einfach auch diese Wimmelbücher hat. Im Moment liebt er die komplett. Also er guckt sich die an und macht dann die Sachen nach, sagt dann Baby oder zeigt auf die Windenergieanlagen oder macht Mäh. Also das ist super. Und ich finde auch gerade Bücher sind für die Sprachentwicklung so wertvoll. Also ihr könnt gerne alles negativ kommentieren, was ihr wollt. Aber auf die Bücher lege ich Wert. Nein, also die Bücher, das ist alles so für mich komplett in Ordnung. Und wenn ich mich für ein Spielzeug entscheiden müsste, dann würde ich alles weggeben, bis auf die Bücher. Denn das ist mir tatsächlich am wichtigsten. Und das ist auch eine Sache, die ihm unheimlich viel Spaß macht. Also er liest super gerne. Heute Morgen zum Beispiel haben wir, mein Mann und ich, ein bisschen länger geschlafen. Und der Kleine war wach. Der schläft ja bei uns in der Mitte. Und er hat sich dann seinen Schlafsack ausgezogen. Das kann er mittlerweile alleine. Und ist dann aufgestanden, an meinen Nachttisch gegangen, hat sich seine 4 Bücher geholt, hat die in die Mitte des Bettes gelegt, hat sich da wieder zugesetzt und hat dann gelesen, als wir wach geworden sind. Und deshalb finde ich Bücher einfach super, super wertvoll und super spannend. Er kann sich damit super selbst beschäftigen. Er setzt sich wirklich so oft alleine hin und guckt sich seine Bücher an und er genießt das auch, mit uns Bücher anzugucken. Also wenn ich mich für eine Spielzeugart entscheiden müsste, dann wären es definitiv die Bücher. So, ich habe jetzt gesagt 117 Bücher, 86 Puzzlematten, das sind insgesamt 203 Sachen. Also wenn man die Sachen mal abzieht, sind das nur noch 223 Sachen, sonstige Sachen, die er hat. Und ihr habt ja gerade alles im Video gesehen. Ich fasse das trotzdem noch mal ganz kurz zusammen. Ich habe ja verschiedene Kategorien erstellt und dementsprechend haben wir auch eine verschiedene Anzahl. Ich blende euch das hier neben noch mal ein, aber ich lese euch das auch noch mal vor. Also wir haben 21 Lego-Teile, 29 Figuren, 92 Bauspielzeuge, wobei davon ja 86 Puzzlematten sind. Dann haben wir zum Malen und Basteln 10 Gegenstände. Dann haben wir 8 Lernspielzeuge, 16 Puzzle beziehungsweise Puzzle- und Steckspiele. Dann haben wir 30 Draußenspielzeuge, 18 Musikspielzeuge, da fallen auch die Tonis drunter, die er hat. Dann haben wir 22 Aktivitätsspielzeuge, wie zum Beispiel ein Rutschauto, Sachen zum Werfen, Sachen zum Kegeln, halt alles, womit man irgendwie so ein bisschen körperlicher aktiv ist oder auch der Ball. Dann haben wir 18 Holzspielzeuge, 34 Kuscheltiere, 3 Badespielzeuge, 5 sonstige Spielzeuge, die von mir erwähnten 117 Bücher, bei denen auch Pixie-Bücher mit bei sind und dann noch 3 Gesellschaftsspiele. Alleine diese Anzahl 426 und wenn man halt die Sachen abzieht 223, hat mich schon schockiert. Ich hätte niemals gedacht, dass wir so viel Spielzeug haben, was man bei uns natürlich auch noch bedenken muss. Unser Sohn geht nicht in die Krippe. Das heißt, ich bin im Normalfall den ganzen Tag hier mit ihm zu Hause und beschäftige ihn den ganzen Tag hier zu Hause. Das heißt, ich brauche verschiedene Möglichkeiten, ihn zu fördern, ihn zu fordern und Möglichkeiten, damit er alleine spielen kann. Würde ich jetzt einfach arbeiten gehen und mein Kind in die Krippe geben, dann würde hier zu Hause ja gar nicht mehr viel stattfinden. Dann kommt das Kind nach Hause um 15, 16 Uhr, ist vermutlich total platt von dem langen Tag und hat da noch 3-4 Stunden, bis es schlafen geht. So ist es ja bei uns nicht. Also wir haben hier wirklich den kompletten Tag von morgens bis abends mit dem Kleinen. Und das habe ich mir so ausgesucht, das wollte ich so. Das ist jetzt hier auch kein Meckern. Das ist einfach nur eine Klarstellung, warum wir so viele Sachen haben. Weil ich ihn eben auch hier den ganzen Tag beschäftige. Und weil ich eben auch dafür verantwortlich bin, dass er vernünftig sprechen lernt. Dass er ja alle Sachen vernünftig lernt, die man sonst vielleicht in der Krippe lernen würde. Und deswegen ist das für mich eigentlich komplett okay. Ich war ja überrumpelt von dieser Zahl, mein Mann auch. Ich hatte ihn, nachdem ich das hier so schwarz auf weiß hatte, mal gefragt, du hör mal, was denkst du denn, ja, wie viel Spielzeug unser Sohn hat? Und da hatte er, ich weiß gar nicht, hatte irgendwas um die 170 Sachen gesagt. Es waren ja dann tatsächlich 426 Sachen. Ich weiß nicht, ob er bei der Frage, die ich dann ja einfach so zusammenhangslos plötzlich gestellt habe, wirklich an alle Sachen gedacht hat. Das weiß ich nicht, aber insgesamt ist es von der Zahl her viel mehr, als wir uns das vorgestellt haben. Ich muss aber auch sagen, wenn ich mal so andere Zimmer sehe von Kindern im Alter unseres Sohnes, dann habe ich eigentlich immer gedacht, dass wir echt wenige Sachen haben. Oder ja, weil bei uns irgendwie nie was rumliegt, nie das große Chaos ausbricht und nie da so ein großer Wust an Dingen ist. Aber ja, entweder haben dann die anderen Leute noch viel mehr oder
ich habe mich einfach vertan und verschätzt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wie gesagt, für uns ist das okay. Da wird jetzt noch etwas dazukommen, gehe ich mal stark von aus. Denn er hat ja nächsten Monat Geburtstag im Juli. Das zeige ich euch aber dann. Da sind jetzt auch ein paar Sachen bei, die ihr noch nicht gesehen habt in meinen Eingekauft- und Aussortiert-Videos. Das liegt daran, weil Anfang Juni ein Flohmarkt war. Diesmal kein Kommissionsflohmarkt, sondern ein ja, richtiger Flohmarkt, wo Stand für Stand war, wo jeder selber verkaufen musste. Und da habe ich noch mal ein paar Spiele oder Spielsachen für ihn gekauft. Die habt ihr jetzt im Zählvideo schon gesehen. Die kommen aber dann auch noch mal im Eingekauft- und Aussortiert-Video für Juni. Nicht, dass ihr dann da verwirrt seid oder jetzt verwirrt seid, wo die Sachen herkommen. Und jetzt würde es mich wirklich interessieren, schreibt es gerne unten in die Kommentare, wie viele Spielsachen eure Kinder haben. Vielleicht nicht nur, wie viele Spielsachen eure Kinder haben, sondern auch, wie viele Kinder ihr habt und wie viele Spielsachen ihr insgesamt habt. Oh, da fliegt was. Ihr habt ja jetzt auch gesehen, ich habe da ja noch ein Videoschnipsel angehangen an das Zählvideo, dass wir jetzt ein paar Sachen bei uns auf den Dachboden legen für potenzielle weitere Kinder. Es ist zwar recht unwahrscheinlich, aber man kann es ja nicht wissen. Und die Sachen heben wir dann jetzt erstmal auf. Und die hat er dann jetzt auch nicht mehr so zur Verfügung. Und gerade auch bei den Kuscheltieren, da waren natürlich auch Kuscheltiere von uns bei. Eine Sache, die mich noch interessiert, schreib doch auch gerne mal in die Kommentare, wenn du dich für eine Spielzeugart entscheiden müsstest, für welche du dich entscheiden würdest. Und ob das tatsächlich auch, wie bei mir, die Bücher, so eine ist, auf die du auch tatsächlich nicht verzichten könntest. Also auf Bücher könnte ich tatsächlich überhaupt nicht verzichten für ihn und er, glaube ich, auch nicht. Er liest ja wirklich bei jeder Gelegenheit, beim Autofahren, beim Radfahren, beim Kinderwagen schieben. Ja, wir laufen im Moment kurze Strecken, aber manchmal ist auch da ein Buch sinnvoll. Ja, Bücher sind einfach das Spielzeug schlechthin. So, jetzt freue ich mich, dass du dir das Video bis hierher angesehen hast. Ich werde mich jetzt schnell reinsetzen, denn es fängt gerade an zu regnen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag. Genieß ihn mit deinen liebsten Menschen und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Mach es gut und bis dahin. Tschüss!